Mein Name ist Susanne Kriemann. Wir stehen in der Arbeit One Time One Million, die ich zwischen 2006 und 2009 gemacht habe. Die Arbeit begann mit dem Kauf einer Kamera. Die Kamera ist von 1941 und wurde von Victor Hasselblad nach einer deutschen Luftwaffe-Kamera nachgebaut und hat dem schwedischen Militär zu Luftaufnahmen gedient. Diese Kamera konnte ich 2006 auf einer Auktion mit zwei Filmen von den 1940er Jahren kaufen. Und als ich diese Kamera hatte, fing diese Arbeit eigentlich an und ist eigentlich, hat sich intuitiv entwickelt. Die Arbeit heißt One Time One Million. One für das eine, das einzigste und Million für eben eine Million. In der Arbeit sehen wir Bilderaufnahmen von dem Millionenprogramm, welches in den 70er Jahren in Randstädten von Stockholm, Malmö und Göteborg gebaut wurde für eine Million Arbeiter, die aus dem Land in die Stadt ziehen sollten, um die Industrialisierung praktisch zu fördern durch ihre Arbeit. Das Millionenprogramm in den 90er Jahren war dann also Siedlung für Kriegsgefangene aus Somalia und dem Irak. In der Arbeit sehen wir Luftaufnahmen dieser Siedlung, zusammen mit Aufnahmen dieser Kamera, Luftaufnahmen von Flugzeugen, die von einem Flugzeug ins andere Flugzeug gemacht wurden, Aufnahmen von Vögeln, die von Victor Hasselblad gemacht wurden. Wir sehen Aufnahmen von toten Vögeln in der Vogelbalgsammlung in Berlin. Und wir sehen Luftaufnahmen von Einfamilienhäusern. Und alles zusammen gibt diesen Loop, mehrere Loopings eigentlich. Den einen Loop ist, wie eine Kamera aus der Luft auf den Boden guckt, wie Sachen aus der Moderne abstrahiert werden durch den distanzierten Blick der Kamera. Die zweite Loop ist, wie die Vögel von oben nach unten gucken, wie wir die Vögel von unten nach oben fotografieren, wie zum Beispiel Einfamilienhäuser zu Massensiedlungen werden und wie aus den Massensiedlungen die Bewohner wieder in Einfamilienhäuser ziehen wollen. Es gibt immer diese verschiedenen Ebenen in der Arbeit und deswegen gibt es auch diese Installation, die ich für die Arbeit entwickelt habe, das Panoptikon. Der Besucher kann unter der Struktur eintauchen und steht dann in einem Kreis von Bildern, wo der Anfang und das Ende oder der Beginn der, wie man die Arbeit liest, nicht definiert ist. Immer wieder gibt es in der Anordnung der Bilder den Moment, dass wenn man selber zum Beispiel die Kamera anguckt, sie als Bild wahrnimmt, die Kamera guckt zurück, dann ist hinter einem auch wieder diese Blickentfremdung, zum Beispiel die Vogelbilder aus der Luft, die Vögel werden von unten fotografiert, wie sie in der Luft fliegen, aber die Vögel gucken irgendwie auch auf einen selber herunter und so gibt es immer wieder diese Momente, dass man sieht was, man beobachtet was, aber man wird auch gleichzeitig in dem Panoptikum immer von den Bildern und von den Blicken der Bilder beobachtet.